Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Dead Space. Ja, im letzten Part haben wir das zweite Schiff bestiegen. Und hier gibt es ein paar ganz ätzende Kreaturen. Die hier kennen wir ja jetzt schon. Die ist jetzt nicht so schlimm. Schlimm ist nur, was sie dann so verliert. Aber, oh, das ist nicht gut. Oh, shit. Oh, shit. Gott, bist du tot? Nein! Meine Güte. Hauptsache, ich habe Credits bekommen, ey. Meine Güte, das war nicht schön. Okay, ich habe absolut jetzt den Faden verloren. Wir haben halt hier, wie gesagt, dieses Schiff betreten. Und hier sind natürlich ganz viele tolle Monsterchen. Oh, oh. Da kommt schon wieder so ein Ekelvieh. Yay! Oh mein Gott. Oh Mann. So, das müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Und da müssen wir anscheinend irgendwas machen. Und hier haben wir eine Audiolog. Alles klärchen. Ui, hier liegt noch Munition. Da lag auch noch gerade irgendwas. Das hebe ich auch jetzt auf noch. Wenn das ziemlich nah hier dran liegt, aber okay. So, und hier haben wir noch eine Kiste. Die hebe ich natürlich auch auf. Also nicht die Kiste, sondern die Muni. Hallo? Man muss ja mal reingucken. So, okay, hier liegt sonst nichts mehr. Und hier ist eine Tür. Oder ein Aufzug oder sowas. Oder was auch immer. Und hier hinten muss ich jetzt wahrscheinlich irgendwas noch machen, oder? Ich meine, hier ist ja was. Start. Ach. Ach so, ich kann hier schießen oder was? Aber da verschieße ich ja meine Muni. Ist das irgendwie schlecht, wenn ich die blauen abschieße? Keine Ahnung. An dieses kleine lustige Schießspielchen kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern. Ist ja witzig. Okay, aber ich merke gerade, ich habe anscheinend unendlich Schuss hier bei diesem Minispielchen. So, habe ich jetzt was bekommen? Nee, machen wir noch mal. Damit wir die 1000 bekommen. So, da in dem blauen wahrscheinlich nicht, ne? Also wenn es einen blauen hier gibt, dann den nicht. Okay, den. Den nicht. Den mache ich jetzt nicht. Okay, den hier. Und den. Und den. Und einen noch. Den nicht. Den auch nicht. Aber den. Yay! Wuhu! Toll. Und was habe ich jetzt davon? Ah, ich habe ein bisschen Munition bekommen. Hier können wir das nochmal machen. Kriege ich dann nochmal Munition? Oh. Das war schlecht. Sind wir im Level 2 anscheinend. Das heißt, jetzt geht es anscheinend ein bisschen schneller und wir brauchen 1200 Punkte. Naja, mal gucken. Einen habe ich schon verpasst. Das ist natürlich nicht gut. Aber okay, wir versuchen unser Glück weiter. Sehr gut. Yay. Nein, den will ich nicht. Den aber. Den wieder nicht. Komm, einen brauche ich noch. Kriege ich noch einen? Bitte. Shit. Okay. Dann nochmal. Oh nein, jetzt habe ich schon wieder gefailt. Okay, wir warten jetzt einfach, bis das vorbei ist. Und dann mache ich das nochmal. Ja, gut, danke. So, jetzt aber. Erst Start drücken, dann zielen. Nein, den nicht. Ja, aber den. Okay, und den. Den nicht. Aber den. Okay. Da sind jetzt viel mehr blaue dazwischen. Und man hat halt wirklich auch nur die bestimmte Anzahl von roten, um Punkte zu sammeln. Das ist natürlich schon ein bisschen fies.
Aber okay. Es geht, es ist machbar. 2 Stück noch. Und dann haben wir's. Einen noch. Ja. Ja, und da bekomme ich ein bisschen Munition. Juhu. So, können wir das jetzt nochmal machen? So Level 3? Tatsache. Das ist ja cool. Jetzt geht's aber bestimmt noch schneller. Okay, okay. Okay. Also das ist jetzt, glaube ich, auch das letzte Mal, dass ich das jetzt hier mache. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Ich will ja jetzt hier nicht nur mit dem Schießspielchen rumhantieren. Yay. Auch wenn es irgendwie Spaß macht gerade. Oh, okay, den habe ich noch gekriegt, Gott sei Dank. Wuhu. Und zack. Yay. Okay, jetzt haben wir hier schon ein Medipack bekommen. Gibt's auch noch eine Stufe 4? Ich weiß es gar nicht. Wie weit geht das? Keine Ahnung. Wir gucken mal. Stufe 4. Oh, Stufe 4 ist jetzt aber... also... Ne, komm. So schnell sind meine Reaktionen dann wahrscheinlich doch nicht. Also das ist ja jetzt hier extrem schnell. Obwohl, jetzt gerade geht's. Nur der Anfang war mies. Obwohl, nee, komm. Das hat keinen Sinn. Also ich glaube, da würde ich jetzt ewig für brauchen, um diese 4. Stufe hier hinzukriegen. Nee, nee, nee. Okay. Ciao. Aber egal, es war ein kleines, spaßiges Minispielchen. Und wir haben ein bisschen Munition bekommen und ein Medipack. Das ist ja schon mal was. So, ich würde sagen, dann gehen wir jetzt mal hier durch die Tür. Oh nein. Oh nein, das hört sich nicht gut an. Ich dachte, hier wäre so ein Ding gewesen. Aber okay, anscheinend nicht. Na gut. Ich dachte, hier wäre eins von diesen großen Viechern gewesen, die, diese Dinger schmeißen. Ei! Was? Oh! Himmel! Was zum Henker ist denn das? Ich glaube, da sollten wir nicht reinrennen. Okay, kann man das irgendwie abschalten? Okay, ich muss auf jeden Fall da hinten hin. Komme ich denn da hinten dran, dass ich mir das hier herholen kann? Ja. Gut, aber da hinten, das kann ich jetzt nicht öffnen. Das ist natürlich nicht so gut. Okay, ah, das kann ich noch öffnen. Das ist gut und der hat hier nichts gedroppt, ne? Wie, ich bin voll. Das geht aber nicht. Wieso bin ich denn voll? Zähl doch nicht. Nein, ich kann doch nicht voll sein. Das geht doch gar nicht. Ach komm. Ist doch nicht dein Ernst. So. Yay. Jetzt klappt's. Okay, also ich schätze mal, dass wenn der so ist, dann müssen wir den halt mit Stase... Ja, das war natürlich nicht das Richtige. Aber okay. Ei, Karamba. Meine Scheiße, ey. Das gibt's doch nicht. Also wenn die Viecher hier auch noch zwischendurch kommen, dann wird das aber lustig. Moment, ich will das jetzt haben. Ach so. Kann ich nicht mitnehmen. Lassen wir liegen. So, warte ich jetzt lieber nochmal, bis das nächste Vieh kommt, oder... Okay, komm. Ja. Oh, shit, 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 shit. Alles klärchen. Können wir das noch aufmachen? Wow. Alles klar. Okay. Ist alles gut. Wir sind durch. Puh. Meine Güte. Okay. Oh nein, komm schon. Nicht ihr schon wieder. Geht weg. Nein, doch nicht so. Bist du bescheuert? Oh mein Gott. Oh nein. Gib mir das Ding. Was habe ich hier überhaupt in der Hand? Keine Ahnung. Gott, von beiden Seiten. Wie uncool ist das denn? Sehr uncool. Extrem uncool. Wo geht's denn da lang?
Ach so. Hier kann ich anscheinend nur was aufheben. Yay, aber das ist gut, dass ich es aufheben kann. Ich habe einen Energieknoten dadurch gefunden. Und noch ein bisschen Munition. Sehr schön. So, okay, die Tür ist kaputt. Da müssen wir nicht, dürfen wir nicht reintreten. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mal mit. Oh, da hinten kommt schon der nächste. Na super, wo auch immer der jetzt gleich rauskommt. Das wird ja spaßig. Können wir nicht ganz schnell einfach abhauen? Oh, ich bin voll. Okay, ich will aber die Munition mitnehmen. Die lasse ich jetzt nicht hier liegen. Nee, nee, nee. Okay, Moment mal. Den können wir ja noch benutzen. Und dann schnappe ich mir hier das Stase. Ach Quatsch, das Stase. Hier die Munition, die Strahlenmunition meine ich. Und dann ist gut. So, nachladen können wir nicht. Hier können wir auch nicht nachladen. Aber wir können mal hier speichern. Yay! Das machen wir natürlich. Das ist schön. So, dann speichere ich jetzt hier. Und dann ist alles gut. Und wir brauchen keine Angst haben zu sterben. Yay! So, gerade ist da hinten ja noch einer hergerannt. Der hat aber anscheinend keine Lust mehr, hier vorbeizuschauen. Dementsprechend muss ich hier rein? Ja. Fahren wir jetzt hier mit diesem Aufzug. Ich glaube, es ist ein Aufzug, oder? Oder ist es nur eine Tür? Keine Ahnung. Wir werden es ja sehen. Es ist nur eine Tür. Oh Mann, große Räume sind nicht gut. Große Räume sind gar nicht gut. Die sind sogar extrem schlecht. Vor allem so große Räume. Das ist nicht schön. Können wir die Tür aufmachen? Achso, hier ist nur Geröll. Gut. Jetzt müssen wir hier echt aufpassen wahrscheinlich. Oh Mann. Da kommt schon was. Okay. Das kommt doch nicht. Hinter mir ist auch nichts. Okay. Oh. Aber da hinten krabbelt jetzt eine ganze Menge rum. Eine ganze Menge Mist krabbelt da hinten rum. Ja, komm, 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 komm. Renn da rein. Sei doch so doof. Kannst du nicht bitte so doof sein? Und du, kannst du nicht bitte so doof sein? Und da reinrennen? Nein, kannst du natürlich nicht. Oh. Oh. Aua. Habe ich dich getroffen? Nö, natürlich nicht. So, jetzt aber. Oh Mann. Nicht gut. Okay. Alles klärchen. So, komm. Hier, hol mal deine Tentakel da raus. Warum nicht? Wow. Wow, wow, wow. Vorsicht, Freundchen. Mach mich nicht kaputt, bitte. Okay. So weit, so gut. Und da hinten ist dieses blöde Vieh. Ach nee, kommt schon. Nicht ihr auch noch. Okay. Hilfe. Hilfe. Noch mehr von diesen Monstern. Okay, da kommt schon wieder der nächste. Komm her. Oh Mann, der ist aber auch schnell zu Fuß. Aua, du tust mir so weh, du bist so gemein. Oh Mann, ey, wie viele da kommen. Das ist Wahnsinn, ich brauche die Munition. Aber ich will auch nicht zu weit vorrennen. Ja, genau wegen dem hier. Oder wegen dem da. Hey, schön, ich habe beide getroffen. Oh, oh, nicht schön, nicht schön. Hat er die beiden jetzt hier ausgespuckt? Nee, der lebt noch hier, der Dicke. Geh weg. So. Bist du tot? Schön. Ah, das Licht geht wieder an. Das ist gut. Dementsprechend haben wir es anscheinend geschafft. Yay, wir haben es geschafft. Juhu. Das ist gut. Jetzt sammeln wir hier mal noch das ein, was ich hier liegen gelassen hatte. Aber viel ist das ja echt nicht gewesen jetzt. Liegt hier sonst noch irgendwo was? Hier können wir noch was aufmachen.
Sehr schön. Ja, und die Viecher waren leider nicht so blöd und sind da reingerannt. Schade, schade. Stattdessen sind sie sogar dran vorbeigerannt. Meine Güte. So, das nehmen wir mit. Oh, das nehmen wir natürlich auch noch mit. Moment, liegt hier noch was? Ja! So, da ist ein Shop. Das ist ja auch nicht schlecht. Das nehmen wir auch mit. Datenbank. Operation White Light. Schauplatz Aegis-System. Okay. Säuberung. CEC-Schiff USG Ishimura verstößt gegen Befehle der Regierung. Sie sollen einen Marker 3A geborgen haben. Special Ops hat das System bestätigt, konnte aber keine Planetenkoordinaten zur Verfügung stellen. Special Ops empfiehlt Vorsicht. Wenn Marker 3A geborgen wurde, wäre eine Infektion durch tödlichen Organismus eine wahrscheinliche Gefahr. Setzen Sie den Schockantrieb zum Aegis-System ein. Begeben Sie sich an eine Position außerhalb der lokalen Ortung und warten Sie auf ein Signal der Ishimura zur Bestätigung der Koordinaten. Aha, alles klar, also waren die wahrscheinlich wirklich nicht rein zufällig gerade in der Nähe, sondern die haben halt darauf gewartet, dass hier im Grunde etwas von der Ishimura ankommt. Gut, da hinten ist ein Shop. Ich würde dann mal sagen, wir gucken hier mal rein, ob wir was verkaufen können. Oh nein, das wollte ich jetzt nicht verkaufen, aber den Halbleiter, den können wir verkaufen. Ja, sehr gut. Und ansonsten, oh, wir haben so viel Laserkanonenmunition. Ich glaube, da verkaufe ich jetzt auch mal ein bisschen was von. So, das müsste reichen. Und ja. Dann werde ich mal einmal ein Medikit benutzen. Und dann geht es hier schön weiter. In der Hoffnung, dass wir nicht sterben. Beziehungsweise, nee, Moment, es geht doch nicht weiter. Denn ich werde erstmal einen Cut machen und wie es dann weitergeht, seht ihr im nächsten Part. Bis dahin. Tschüssi.